Hallo und willkommen zu einem Beispiel zum Internet. Im Jahr 2012 betrug die weltweit über das Internet übertragene Datenmenge 333,6 Millionen Terabyte. Tragen Sie die fehlende Zahl in Gleichkommadarstellung, davor an a mal 10 hoch k mit 1 kleiner gleich a kleiner 10 in der nachstehenden Umwandlung ein. Also es gilt die Zahl 333,6 Millionen Terabyte in die Einheit Byte zu übertragen. Beginnen wir mit der Zahl Million. Eine Million als Faktor wäre die Zahl 10 hoch 6. Die Vorsilbe Terra steht nach Kilo, Mega, Giga, Terra für die Zahl 10 hoch 12. Also 333,6 Millionen Terabyte sind also insgesamt 333,6 mal 10 hoch 6 mal 10 hoch 12, also mal 10 hoch 18 Byte. Bleibt uns noch die Zahl 333,6, die noch nicht in der gewünschten Form 1 kleiner gleich a kleiner 10 ist. Das heißt, dieses Komma müssen wir um zwei Stellen nach vorrücken, sodass wir die Zahl 3,336 haben. Nachdem wir den Faktor 100 hier dividieren, müssen wir den Faktor 100 wieder dazu multiplizieren, das heißt mal 10 hoch 2 mal 10 hoch 18 Byte. Das heißt, gesamt landen wir also beim Ergebnis 3,336 mal 10 hoch 20.